passt oder nicht. Das ist die Basis des Rechtsstaats. Und was Herr Dr. Haider hier in Kärnten aufführt, allerdings mit Duldung der Bundesregierung Schüssel, das ist schon richtig und das ist ein besonderes Ärgernis, ein Skandal, würde ich sagen, nach all diesen Jahren. Für alle gelten die Rechte und Pflichten eines Staatsbürgers, nur für Herrn Dr. Haider offenbar nicht. Er weigert sich, Erkenntnisse des Höchstgerichts, das ist immerhin der Verfassungsgerichtshof, umzusetzen. Herr Haider, bevor wir jetzt in allzu detaillierte verfassungsrechtliche und verfahrensrechtliche Fragen kommen, die auch die Zuseher mutmaßlich nicht nachvollziehen können, nochmal meine erste Frage. Sie haben gesagt, das Ergebnis Ihrer Befragung wird für Sie bindend sein. Da haben jetzt 52% gesagt, Sie wollen keine weitere zweisprachige Ortstafel. Heißt das, es wird keine weitere zweisprachige Ortstafel geben oder kann es doch eine andere Lösung geben? Sie sehen ja, dass das Ergebnis etwas anderes bringt, als das die Politiker hier immer präsentieren, so wie der Herr Dr. van der Bellen, der sich das einfach macht, der aus der Vogelperspektive da Belehrungen erteilt, was man da alles geben muss. In einer Demokratie gilt ja letztlich auch noch das Wort des Volkes etwas und ich bin ein demokratischer Politiker, der zum Unterschied vom Herrn Dr. van der Bellen sich offenbar nicht fürchtet vor dem eigenen Volk. Daher bin ich ja dafür, dass man die Leute fragt, dass man die Leute einbindet und wir haben daher diese Entscheidung herbeigeführt und ich bin also überhaupt nicht daran interessiert, dass ein Chef einer Truppe wie der Grünen-Chef von Radaubrüdern und Berufsdemonstrierern, die uns mit ihrer Ausländereienpolitik die Destabilisierung der Gesellschaft bringen, hier Belehrungen über den Rechtsstaat gibt. Und Herr Wolf, Sie sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass ich genauso ausreden darf wie der Herr van der Bellen. Der darf also gegen mich attackieren und Sie intervenieren als Berufslinker sozusagen für Ihren Freund. Aber das Spiel zwei von Wien gegen einen in Kärnten spielen wir jetzt nicht. Ich stelle Ihnen einfach Fragen. Ich beantworte Ihre Fragen so, wie ich sie will und nicht, wie Sie sie vorschreiben. Aber Sie haben in einer Demokratie und Sie haben auch als Redakteur die Verpflichtung, mich ausreden zu lassen. Aber Herr Haider, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ich rede aus und sage Ihnen, es gibt also ein Ergebnis einer Volksbefragung. Das ist eine Orientierung für mich, wie zu verhandeln ist. 48% wollen eine Lösung, die dauerhaft ist. Und 52% lehnen sie ab. 46% der Bevölkerung haben teilgenommen. Daher sollten sich Leute wie van der Bellen einmal überlegen, ob es wirklich so demokratisch ist, zu sagen, das Volk hat nichts zu reden. Wir fahren da drüber als Politiker. Die sollen endlich zur Kenntnis nehmen, dass das so ist. Die Menschen wollen den sozialen Frieden. Und dieser soziale Friede ist durch. Herr Haider, ich kann Sie nicht ausreden lassen, so lange dauert unsere Senderzeit nicht. Der soziale Friede ist ja genau durch jenes Erkenntnis gestört worden, dass jetzt der Verfassungsgericht auf selber zurückgenommen hat, nämlich von seinen Kanzlern. Lassen Sie es den Herrn van der Bellen antworten. Wer ist da schuld? Ist da der Haider schuld oder ist der Verfassungsgerichtshof schuld, der im Jahre 2001 eine Erkenntnis produziert hat, dass er jetzt zurücknehmen muss? Herr Haider, Sie sind zu Ende, der Herr van der Bellen ist am Bord. Wo kommen wir dahin, wenn wir durch Volksentscheide höchstgerichtliche Urteile einfach nicht zur Kenntnis nehmen? Da kann ja jedes beliebige Urteil des OGH oder des Verwaltungsgerichtshofs oder des Verfassungsgerichtshofs ausgehebelt werden. So geht das nicht. Aber wenn einem ein Urteil nicht passt, dann muss man eben das Gesetz ändern. Herr Haider, jetzt darf der Herr van der Bellen ausreden. Das, was der Herr Dr. Haider hier vorschlägt, das erinnert mich an Staatsstreichtheorien. Ja, dass einfach der Feudalherr entscheidet, dieses Gerichtsurteil passt mir und jenes passt mir nicht. So geht das nicht. Und das bitte ich auch alle bürgerlichen Wähler der ÖVP zu beachten. Denn tatsächlich wird das durch die Regierung Schüssel jetzt schon 4,5 Jahre seit dem einschlägigen Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes gedeckt. Gut, es gibt aber offenbar keine Lösung, das irgendwie umzusetzen. Also der Verfassungsgerichtshof kann immer neue Erkenntnisse beschließen und so wie Präsident Korenik gestern hier im Studio gesagt hat, er hat keine Möglichkeit, das durchzusetzen. Das ist tatsächlich ein Manko in der österreichischen Rechtsordnung, das glaube ich auch. Offenbar hat niemand daran gedacht, dass es Fälle geben kann, wo ein Spitzenpolitiker, ein Landeshauptmann, solche Urteile, einfach solche Erkenntnisse des VfGH einfach ignoriert. Das war ja tatsächlich vorstellbar, aber das ist jetzt die Praxis. Herr Haider, jetzt, obwohl nur eine Minderheit Ihrer Befragung gesagt hat, es soll weiter verhandelt werden, verhandeln Sie ja offenbar weiter. Es gab gestern Gespräche mit Nationalratspräsident Kohl in Kärnten und jetzt gibt es das Gerücht, man hätte sich geeinigt auf eine Variante, wonach künftig in Ortschaften und Gemeinden mit mindestens 15% slowenischer Bevölkerung zweisprachige Ortstafeln stehen sollen und das solle in ein Verfassungsgesetz kommen, da müsste die SPÖ mitstimmen. Gibt es diese Einigung? Schauen Sie, es ist ja einfach so, dass auch die Entscheidung der Bürger
zu respektieren ist. Und wenn der Herr Van der Bellen jetzt gesagt hat, das ist ein feudales System, dann ist das schon interessant, dass Demokratie für ihn Feudalismus ist und dass die selbstherrliche Entscheidung von Politikern offenbar die vollendete Demokratie ist. Ich verstehe das einfach anders und sage, das letzte Wort in unserer Bundesverfassung und in unserem System hat das Volk, hat der Souverän, hat der Verfassungsgeber im Parlament und nicht das Höchstgericht. Und der Herr Van der Bellen soll sich einmal erinnern, dass seine Politiker von der Frau Klawischnik bis zum Herrn Fockenhuber wiederholt höchstgerichtliche Urteile massiv kritisiert haben. Und jetzt setzt er sich daher und tut so, als wäre das verboten. Stimmt überhaupt nicht. Der Verfassungsgeber hat das letzte Wort, das hat auch Adamowitsch gestern gesagt, wenn er sagt, wenn der Prozentsatz geändert wird, statt 10%, 15%, dann ist das in Zukunft für den Verfassungsgerichtshof ein neuer Maßstab. Das heißt also, wenn jemand von Rechtsstaat reden will, dann soll er sich zuerst einmal informieren, wie der funktioniert, bevor er da hier Belehrungen erteilt, die nicht richtig sind. Das war meine Frage. Gibt es auf diesen Prozentsatz 15% eine Einigung zwischen Ihnen und der ÖVP? Es gibt noch keine Einigung, es gibt ganz interessante Gespräche, es gibt unter Einbindung der Volksgruppen Gespräche und das zeigt ja auch, dass in Kärnten in Wirklichkeit ein sehr konsensuales Klima existiert, wo alle am Tisch sitzen, wo der Landeshauptmann auch mit den Slowenen intensiv verhandelt, wo also die Heimatverbände auch mit am Tisch sitzen und daher brauchen wir also keine Zurufe vom Herrn Van der Bellen in Sachen Rechtsstaat. Sie reden schon sehr lang, trotzdem ganz kurz, könnte an dieser Frage in den nächsten Tagen die Bundesregierung, die Koalition platzen? Ich habe als Landeshauptmann die Verpflichtung, den sozialen Frieden in diesem Land zu gewährleisten. Der ist durch ein völlig verunglücktes Erkenntnis über St. Kanzian im Jahre 2001, das jetzt beseitigt worden ist, gestört worden, erheblich gestört worden. Wenn die Bundesregierung bereit ist, einen Schritt zu setzen, der dauerhaft den sozialen Frieden wieder sichert, dann bin ich dabei. Ansonsten wird es keine Lösung geben, weil es nicht möglich sein wird, durch irgendwelche Rechtsbrecher zweisprachige Ortsdorfin zu erzwingen. Gut, also der Verordnung von Bundeskanzler Schüssel, die derzeit vorliegt, der stimmen Sie jedenfalls nicht zu. Das habe ich, glaube ich, ausreichend begründet. Ja, das hat auch der Verfassungsdienst gesagt. Das ist eine Verordnung, die weder sich am Verfassungsgerichtshofserkenntnis orientiert noch sonst etwas. Das ist ein Diskussionsvorschlag gewesen, den wir sehr ernst nehmen, aber wir wollen eigentlich andere Lösungen finden und sind auch mit Dr. Schüssel schon in einer ganz anderen Richtung im Gespräch. Ah. Sagen Sie ganz kurz, in welcher? In einer, wo ich sage, ich habe Hoffnung, dass wir eine Gesamtlösung zustande bringen. Denn eines muss man schon sagen, der Herr Bundeskanzler verdient unser aller Respekt, weil er sich der Diskussion stellt und nicht so wie seinerzeit die Kreisky-Regierung über die Bevölkerung drüber fährt. Er hat also daher einen aufwendigeren Prozess, aber er ist bemüht, uns einzubinden und auch die Kärntner Bevölkerung Mehrheit wie Minderheit zu ihrem Recht kommen zu lassen, weil sozialer Friede muss das Ergebnis sein. Die Lösung gibt es bis wann? Die gibt es vielleicht bis morgen, die gibt es vielleicht bis übermorgen. Also noch diese Woche? Das kann durchaus sein. Herr Van der Bellen, wenn es eine solche Lösung gäbe mit 15% Ortschaften und Gemeinden und ein Verfassungsgesetz, das diese Regelung festschreibt, das wäre mehr, als der Verfassungsgerichtshof bis jetzt gesagt hat. Er hat gesagt, 10% reichen für zweisprachige Ortstafeln. Aber wenn es eine Einigung gäbe, eine Breite auf 15%, würden die Grünen bei so einem Verfassungsgesetz mitgehen? Nein. So sehr es mich freuen würde, wirklich, wenn die Frage einmal erledigt ist und wenn in Kärnten diese harmlosen zweisprachigen Ortstafeln steht. Ich glaube, auch innerhalb Kärntens macht sich die Erkenntnis breit, dass man sich mit solchen Positionen, wie sie Jörg Haider vertritt, nur lächerlich macht. Aber das Verfassungsgesetz, das hier geplant wird, angedacht und geplant wird, das würde ja diese Verordnung, dieses Gesetz immunisieren gegen eine allfällige Kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof. Das ist der Charakter von Verfassungsgesetzen. Natürlich. Und das ist die ganz schlechte, das ist die Anknüpfung an die mieseste Tradition der Großen Koalition, Gesetze abzuschirmen gegen eine Kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof, indem man Verfassungsbestimmungen mit Zweidrittelmehrheit beschließt. Das, finde ich, kann nicht der Sinn sein, dass die Interpretation des Staatsvertrags und die Interpretation von Minderheitsrechten dem Verfassungsgerichtshof entzogen wird. Gut, also ohne die Stimme der Grünen? Ohne die Stimme der Grünen, wenn das ein Verfassungsgesetz dieser Art wird. Wenn wir so ein Verfassungsgesetz machen müssen. Herr Dr. Haider, Sie waren schon dran. Aber auf das wird es nicht drauf ankommen, wenn wir eins machen müssen. Die Grünen sind nicht relevant in dieser Frage. Herr Haider, zwingen Sie mir bitte nicht, dass wir Ihnen das Mikrofon abdrehen. Wir sind schon zu Ende. Ich gebe es freiwillig ab. Vielen herzlichen Dank, meine Herren, für den Besuch im Studio. Dankeschön. Und wir wechseln das Thema zu einer noch viel komplizierteren Frage. Der Friedensprozess im Nahen Osten ist langwierig.